Hallo Seekhaus-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekhaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute sind wir mal wieder da zu einem Container-Opening. Und zwar hier, Santa Claus ist da gewesen, Clanmitglied Erika ist anwesend hier mit bei mir im Video und wird euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Und wir machen dann hier gemeinsam nachher die Container auf. Hallo Erika. Jo, hallo ihr da draußen. Ich bin die Erika, ich habe mir ein paar Container gegönnt. Und hab mir gedacht, der Andi könnte doch die mit mir zusammen öffnen und das wollen wir euch jetzt zeigen. Alles klärchen. Dann gehen wir mal hier zur Tat, ne? Fangen wir an. Das sind alles 20 Megacontainer, ne? Jo, richtig. Okay, dann schauen wir mal. Was gibt's als erstes? 530 mal Drache. 333%. Sehr gut. Kapitän-CP, immer gut. Genau. Dann, next ist... Nochmal Flaggen, Signale, und zwar Basilisk. Es gibt Creditpunkte und EP. Geil. Bin mal gespannt, was da noch so bei rauskommt. Und wieder Signale. Nochmal Basilisk. 30 Stück. Was soll ich sagen? Genau. Komm, jetzt hier, Schiffchen. Ich will Schiffchen sehen. Dublonen. 2000 Dublonen. Immer gut für die Kapitäne. Und Ahnung. 28 mal Neujahrsluftschlange. Hervorragende Werte. Und wieder Signale. 30 Stück Skylla. Ja, wie soll ich sagen? Das sind hier die Creditpunkte, EP je Gefecht und Kapitäns-EP. Coole Sache. Richtig. So. Komm, aber ich habe das Gefühl, es gibt hier mindestens ein Schiff. Ah. Nochmal Neujahrsluftschlange 20. Jetzt gibt's aber was Besonderes. Super Container. Ein Schiffchen. Und zwar die Atago mit 10 Kapitänspunkten. Und ein Hafenslot. Sehr ordentlich, die hatte ich mal nicht. Ja, und deswegen, du hattest eigentlich ein Schiff bekommen, was du schon hast. Wenn du das schon hast, wird es in den Supercontainer umgewandelt. Und dann kam das Schiff raus, was du noch nicht hast. Sehr gut, das war die Atago. Dann gibt's Wavern. Dann haben wir schon wieder... Dublonen, und zwar wieder 2000. Immer schön. Jetzt gibt's wieder ein Schiffchen. Hör ich jetzt schon. Super Container. Und Le Terrible T8. Das sind jetzt schon zusammen 70 Euro an Schiffen. Und dann die Dublonen hast du noch mehr. Also auf jeden Fall hast du das Geld schon wieder raus. Nee, die zwei Schiffe hatte ich noch nicht. Ja, deswegen. Aber du hast halt das Geld wieder raus, weil wenn du die Schiffe einzeln gekauft hättest. Richtig. Ja. 20 mal Luftschlange nochmal. Weiß ich schon, wo die überall hinkommen, auf welche Schiffchen. Ja. Und dann gibt's Kohle. 12.500 Kohle. Für Module. Oh, geil, ey. Wenn ich dazu sehe, will ich selber nochmal 20 öffnen. Und weiter geht's. Und zwar mit Mosaik. Ne, asiatische Laterne ist das. Oh. Fünf asiatische Laterne, die super Tarnung. Und wieder ein super Container. Und wieder ein Schiffchen. Und das ist die Key. Das Schiff wird demnächst gebufft übrigens, ja? Also mit dem nächsten Patch 080 kommt da ein Riesenbuff für. Jo, hab ich schon mitgekriegt. 10 Kilometer Torps zum Beispiel. Ah, geil. Drittes Schiff. Das sind jetzt nur an Schiffswert hast du jetzt 100 Euro rausgezogen. Und noch ein Schiff. Was ist das jetzt? Neve de Giulio. 140 Euro oder 130 Euro Schiffswert ungefähr jetzt. Jetzt bin ich dann langsam sprachlos. Ich glaube, ich mache das auch gleich noch. Oh, ich bringe anscheinend Glück. Hier Schiffchen. Und dann haben wir hier die Frühlingshimmel. Oh. Fünf Stück. Was hatte die? 777. Ja, 777 XP. Also, lass mir ganz kurz überlegen. Free XP sind das, glaube ich.
Dann nochmal asiatische Laterne, Kapitäns-EP 555%, 200% EP je Gefecht gibt's dann noch. Und dann geht's weiter. Dann gibt's nochmal Signale, und zwar die Hydra. Oh, sehr gutes Signal. Oh komm, jetzt ein Schiffchen kriegen wir noch. Jetzt bin ich geierig. Nee, kriegen wir keins mehr. Das war der letzte, ist der letzte Container. Nochmal Signale drin. Jawohl, Leviathan. Und das ist Leviathan. Sehr gut. Ja, das ist es. Das waren die 20 Container, Mega-Container. Ich glaube, du hast 61 Euro investiert und hast deutlich mindestens das Doppelte dabei rausbekommen. Selbst wenn man jetzt nur die Schiffe nimmt. Aber ihr kriegt ja immer noch einen Hafenliegeplatz dazu und einen 10er Kapitän. Das ist eigentlich schon ein gesteigertes Paket. Also von daher ja, hast du den Wert auf jeden Fall als Gegenwert wiederbekommen. Dann hast du Kohle dabei, du hattest Dublonen dabei, du hast eine Menge Sonderflaggen dabei und so. Also, ja, ich kann nur sagen, Glückwunsch. Ich sag danke, dass ich die Container für dich öffnen dürfte und hier ein Video draus machen dürfte, was sicherlich den einen oder anderen von uns auf dem Kanal wieder freut. Ein bisschen, oder vielleicht sogar ärgert, weil er eben nicht die Schiffe daraus gezogen hat. Ich denke jetzt gerade an Meerschweinchen zum Beispiel, der immer irgendwie so ein Pech hat, leider. Aber, ja, lass mich die Container öffnen und dann, liegt dir ein Schiff. Das Gefühl habe ich auch. Okay. Wie gesagt, herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, empfehlt uns gerne weiter. Der Flur- und Buschfunk ist ganz wichtig. Da erreicht man dann immer noch mal den einen oder anderen mehr, wo man gedacht hat, ach, der weiß doch schon, was Seagrouts macht. Ich hoffe, das ist so und ihr denkt daran an uns. Dann wünsche ich euch einen Tag und hier auf unserem Kanal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.